Sind die Franzosen ein besonders ungeduldiges Volk? Man könnte es meinen, angesichts ihrer Ausdrücke, die von unerträglicher Warterei handeln. Wenn ein Freund für ein Treffen den Tag der heiligen Glingling vorschlägt oder wenn die Hühner Zähne haben, dann können sie sicher sein, dass daraus nichts wird. Unter diesen Redewendungen gibt es eine sehr geläufige, über die ich mich schon immer gewundert habe. 107 Jahre warten. Wenn jemand zu lang herumtrödelt, sagt man zum Beispiel, beeil dich, ich werde nicht 107 Jahre auf dich warten. 107 Jahre, das ist tatsächlich sehr lang. Woher mag diese krumme Zahl kommen? Historiker und Linguisten sind sich über ihren Ursprung nicht einig. Daher ist es schwierig, sich eine Meinung zu bilden. Die erste Hypothese verweist auf den Bau der Kathedrale Notre-Dame, dessen Dauer die Pariser zur Verzweiflung gebracht haben soll. Der Grundstein wurde 1163 in Anwesenheit von Ludwig VII. Und Papst Alexander III. Gelegt. Man baut zuerst den Chor, dann den Hauptaltar, die Joche des Kirchenschiffes, die Fassade und die beiden Türme. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1250. Und schon sind Umbauarbeiten nötig, um die berühmten Rosetten fertigzustellen. Und erst Ende 1345 ist der Bau fertig. Aber wenn man nachrechnet, sind das 182 Jahre. Also sehr viel mehr als die 107 Jahre aus der Redewendung. Eine andere Erklärung führt 107 Jahre warten auf den 100-jährigen Krieg zurück. Eine Abfolge von Konflikten, bei denen sich Frankreich und England gegenüberstanden, genauer die Valois und die Plantagenet. Der Krieg beginnt 1337, als der König von England die französische Krone für sich beansprucht und endet 1453 mit dem Sieg Frankreichs. Aber auch hier geht die Rechnung nicht auf. Der 100-jährige Krieg dauerte weder 100 noch 107, sondern 116 Jahre. Sie sehen es, keine der Begründungen ist überzeugend. Nun haben wir die Wahl. Entweder wir warten 107 Jahre, bis wir die Erklärung finden, oder ein findiger Karambolaner hat sie parat. Also, liebe Freunde, worauf warten Sie noch?